Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Bin ich zu verstehen? Gut. Dann ist ja die Hälfte der Veranstaltung schon gerettet. Ich freue mich sehr, Sie hier heute Abend begrüßen zu dürfen. Zu meiner Rechten haben Platz genommen in der Mitte, wie sich's gehört, der Autor, Dr. Dietmar Keller, dessen Memoiren hier heute in Rede stehen werden. Rechts daneben, glaube ich, muss ich mich vorstellen, Dr. Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag. Wir haben relativ kurzfristig diese Veranstaltung zustande bekommen und sind froh, dass es mit der Unterstützung des Kaffee Sibylle alles so problemlos im Vorfeld gegangen ist. Da möchten wir uns ausdrücklich noch einmal bedanken. Mein Name ist Jörn Schuttrumpf, ich bin vom Kralitz Verlag, der dieses Buch hat verlegen dürfen. Wie kommt man nun dazu, die Erinnerung eines Politikers zu verlegen? Der Verlag, den ich hier vertrete, macht nun eigentlich nur in Ausnahmen Memoirenliteratur. In diesem Falle war es mir aber wichtig, im Getriebe des Tages vergisst man ja häufig Menschen, denen man nicht mehr ständig begegnet, die zum Teil mal richtig wichtig für einen waren, und aber dann einfach vom Bildschirm verschwinden. So ging es mir auch mit Dietmar Keller. Auf einmal war der Kontakt weg und aus dem Auge, aus dem Sinn. Vor anderthalb Jahren, als ich wieder mal ein bisschen Revision machte, wäre mir denn wieder jetzt alles vom Bildschirm gekommen. Fiel doch eher mir ein. Und es war relativ aufwendig, erstmal rauszukriegen, wo er abgeblieben war, weil er war nicht mehr in Bonn, er war nicht mehr in Würzburg, sondern ist jetzt auf dem Berg. Und zwar auf dem Berg bei Chemnitz. Und ich rief ihn an und sagte, was machst du eigentlich? Und er sagte nur, ja, ich lebe. Und du hast doch so viele Leute kennengelernt in deinem Leben, willst du das nicht mal aufschreiben? Und er hat ja gesagt. Daraus ist eine sehr schöne, fruchtbare, wie ich finde, Zusammenarbeit entstanden. Dietmar Keller ist mir das erste Mal, und zwar nicht von Angesicht, sondern nur als Legende, muss man schon sagen, 1979 begegnet. Da, bis wir uns kennenlernten, vergingen noch 10 Jahre. Und zwar studierte ich damals in Leipzig Geschichte und wir hatten eine schwere Auseinandersetzung in den Parteigruppen. Und ich äußerte mich etwas flapsig über den Typus des SED-Funktionärs. Und einer meiner Lehrer, international bekannter Mann, so viel international bekannter und vor allem anerkannte Historiker hatte die DDR nicht, Manfred Kossow, fuhr mir in die Parade und sagte, es gibt doch ganz Exzellente. Hier in der Bezirksleitung haben wir Dietmar Keller. Und solange es solche Leute unter SED-Funktionären gibt, verbitte ich mir sowas. Ich kriegte ein bisschen hochrote Ohren und dachte, müssen wir uns mal erkundigen, wer ist denn das? Und so fing, oder so trat Dietmar Keller in mein Leben. Und seitdem sind wir uns immer wieder begegnet. Damit will ich es mit der Vorrede eigentlich genug sein lassen und Dietmar fragen, warum er auf meine Bitte hin dieses Buch geschrieben hat. Also ich erschrecke immer, wenn angekündigt werden Memoiren oder
Autobiografie, dann denke ich, so alt kannst du doch noch gar nicht sein, dass du sowas machen musst. Und sowas wollte ich auch nicht machen und es ist eigentlich auch nicht sowas geworden. Es steht völlig zu Recht als Unterschrift drunter unzeitgemäße Erinnerungen. Und ich glaube, das trifft es am besten. Ich wollte eigentlich nichts mehr machen. Das stimmt. Ich habe nach der Wende viel geschrieben, viel herausgegeben. Ich habe im Dietz Verlag geschrieben, Minister auf Abruf, Biermann und kein Ende, die SED zwischen den Stühlen. Ich habe in einem anderen Verlag gemacht, zwei deutsche Sichten. Und ich habe in dem Verlag meines Freundes, damals Frankfurter Oder Edition, 10 Bände Ansichten zur Geschichte der DDR herausgegeben. Und eigentlich, wenn ich die Aufsätze noch dazu zähle, die ich zur Geschichte der SED und der DDR geschrieben habe, reicht es. Man schreibt sich aus. Man wird leer. Und deshalb habe ich vor über 10 Jahren gesagt, das war's. Ich will nicht mehr. Es waren natürlich nicht nur Jürgen Schüttrumpf, sondern es waren viele Freunde, die, wenn wir zusammen saßen und ich erzählte über meine Zeit vor der Wende und nach der Wende, mir sagten, aufschreiben. Und nachdem man das eben doch mehrfach so freundschaftlich und freundlich als Rat und als Bitte empfangen hat, habe ich mich hingesetzt und habe angefangen, über meine Begegnungen mit mir sehr wertvollen Menschen zu schreiben. Und stellte fest, das kannst du eigentlich nicht machen. Erstens wird keiner verstehen, wer du bist, wenn du nicht schreibst, woher du kommst. Welchen Weg du gegangen bist, bis du dich auf den Weg zu einem Politiker gemacht hast. Und zweitens hast du nicht nur freundliche Menschen kennengelernt, du hast auch manche unfreundliche Menschen kennengelernt. Und es wäre ungerecht, die zu schonen. Und so ist dieses Buch entstanden. Ja, so ist es entstanden. Ja, willst du was lesen? Oder wir machen das jetzt ganz improvisiert? Ich kann was lesen. Okay. Aber nicht, dass du das jetzt vorliest, was ich hier drin habe. Na dann sag, fang dann du an. Dann würde ich sagen, jetzt fang du an. Fang du an. Gut. Einen schönen guten Tag. Ich muss sagen, ich habe von meinem Vater etwas sehr Wichtiges gelernt. Ich kann hervorragend über Bücher reden, die ich nie gelesen habe. Aber hier gilt eine Ausnahme. Ich habe es wirklich von A bis Z gelesen. Und obwohl er es mir zunächst nicht glauben wollte, heute diktiert ein Text, der auch geschrieben wurde und den ich nun auch vorlesen will. Und das liegt daran, dass mich das Buch schon beeindruckt hat. Also, es heißt in den Mühen der Ebene unzeitgemäße Erinnerung. Ein bisschen reißerischer hätte übrigens der Titel sein können. Sage ich nur aus taktischen Verkaufsgründen. Zunächst spiegelt Dietmar Keller die Anfangsjahre der DDR in einer Weise wider, wie sie nur selten gesehen werden. Es ist wahr, dass es in den Anfangsjahren zunächst von sowjetischer Seite und dann von DDR-Seite auch viele Verfolgungen von Menschen gegeben hat, dass damals von Rechtsstaatlichkeit nicht einmal im Ansatz die Rede sein konnte. Auf der anderen Seite ermöglichte die DDR aber Biografien, wie sie die alte Bundesrepublik kaum kennt. Dietmar Keller stammt aus ärmsten Verhältnissen und es ist ihm trotzdem gelungen, eine gute Ausbildung zu genießen und ein hoher Funktionär in der DDR zu werden. Mich erinnerte das an die Biografie von Dieter Mann, die ich gerade im Deutschen Theater erlebte.
Dessen Vater war polnischer Hilfsarbeiter, seine Mutter Hausfrau. Trotzdem schaffte er es zum Intendanten des Deutschen Theaters. Die Kapitel von Dietmar Keller über seine Entwicklung als Kind und in der Jugend sind ungeheuer spannend. Sie erschließen eine andere Sicht. Erstaunlich ist, wie sehr er seinen Vater mochte, obwohl oder weil, ich weiß es nicht, dieser ihn bis zu seinem 16. Lebensjahr schlug. Einmal hat Dietmar Keller gespürt, dass Armut auch eine Schande sein kann, dass man darunter leidet. Zumindest hat er es so empfunden. Das war sein erster Tag im Gymnasium, als er mit vielen Kindern aus sozial völlig anders strukturierten Familien zusammenkam. Ebenso spannend ist die Entwicklung von Dietmar Keller als Funktionär in der DDR. Man erfährt, was er selbst entschied und was andere entschieden. Man erfährt, wie selbstständig man sein konnte und wo die Grenzen gezogen wurden. Meines Erachtens schreibt Dietmar völlig ehrlich. Er schreibt, was er wollte, wo er Fehler beging, was ihm gelang und was ihm nicht gelang. Interessant ist, dass er auch einen so sturen Kopf wie Kurt Hager Schritt für Schritt gelegentlich von bestimmten Dingen überzeugen konnte. So hat er es zum Beispiel geschafft, Kurt Hager von der ersten Veröffentlichung der Bibel in einem staatlichen Verlag der DDR zu überzeugen, und zwar anlässlich des Lutherjahres. Dietmar Keller, und ich bitte soweit um Entschuldigung, aber es erinnert mich sehr an meinen Vater, hat relativ wenig Kontakte zu Politikerinnen und Politikern der DDR und viele zu Künstlerinnen und Künstlern, zu Schriftstellerinnen und Schriftstellern, aber auch zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und das prägte ihn. Er war zu diesen offen und ehrlich und sie wussten, dass er für und um sie rang. Diese Art seines Vorgehens machte ihn einerseits für die Partei wichtig. Sie brauchten ja auch Leute, die mit Künstlerinnen und Künstlern und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vernünftig reden konnten, führte aber andererseits auch zu Misstrauen gegen ihn. So beobachtete ihn die Staatssicherheit, obwohl er immer wieder in interessante und neue Funktionen kam. Am spannendsten fand ich seine Reise nach Portugal mit einem Singeklub. Während der Reise wurde nämlich entschieden, dass die länger bleiben sollen. Dann teilte sein erster Sekretär der Kreisleitung damals mit, dass das nicht ginge, weil eine ganz wichtige Sekretariatssitzung sei und er müsse zurückkehren. Also die anderen können ja gerne bleiben, aber er nicht. Diszipliniert wie er war, fuhr er zum Flughafen in Portugal und dort wurde gestreikt. Nun ist es schwer, diese Situation für jemanden aus der DDR zu meistern, der weder Englisch noch Spanisch noch Portugiesisch spricht. Aber irgendwie ist es ihm dann doch gelungen zu erreichen, dass er auch noch ohne Bezahlung mitgenommen wurde nach Wien und von Wien dann natürlich nach Berlin fliegen sollte. Und er hat gesagt, er hat kein Geld. Dann haben sie gesagt, er ist ja nur alles wurscht, also wir werden den armen DDR-Bürger schon irgendwie zurückbringen. Und so flog er nach Wien und von Wien nach Berlin, aber er landete zu seinem Erstaunen nicht in Schönefeld, sondern in Tegel. Und daraufhin ist er nun wiederum immer noch ohne Geld zum Bahnhof Friedrichstraße irgendwie gelangt und da saß er dann 4 Stunden in einem Raum. Weil du kannst als Sekretär einer Kreisleitung nicht erklären, wieso du aus West-Berlin einreist, wenn du überhaupt kein Visum für West-Berlin oder sonst was hattest. Und das finde ich eine spannende Geschichte, weil nach 4 Stunden dann der Staatssicherheitsoffizier, der ihn vernahm, kam und sagte, ja, es klingt alles abenteuerlich, aber es scheint zu stimmen. Und so wurde er dann wieder entlassen. Trotzdem, ich finde das eine bemerkenswerte Geschichte, die mich völlig in anderer Hinsicht mit der von Lothar Bisky seiner Jugoslawienreise, die hat mir ja auch immer so imponiert. Deshalb wollte ich sie mal erzählen. Sowas kann man da alles auch lesen. Und ebenso interessant war sein erstes Gespräch mit dem Kulturminister Hoffmann. Und da hatte ich Sorge, dass du das vorliest. Als er stellvertretender Kulturminister wurde, nachdem er schon Sekretär der Bezirksleitung der SED in Leipzig war. Dieser gab ihm 3 Hinweise. Erstens, in Leipzig, also als Sekretär der Bezirksleitung zuständig für Kultur und Wissenschaft, in Leipzig konntest du im Prinzip fast alles entscheiden, was du für richtig hieltest und musstest zum Schluss kaum dafür die Verantwortung übernehmen. In Berlin kannst du nichts mehr entscheiden, bist aber für alles verantwortlich. Zweitens,
In Berlin wird scharf geschossen, die Kugeln treffen dich in der Regel im Rücken. Wenn du noch Zeit hast, dich umzudrehen, lächeln dich alle unschuldig und bedauernd an. Drittens, ein Kulturminister sagt das einem stellvertretenden Kulturminister. Drittens, das Telefon in deinem Arbeitszimmer dient deiner Sekretärin. Oder wenn du deiner Frau mitteilen musst, dass es wie üblich später wird. Die persönlichen Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern solltest du in der Regel beim Spazierengehen führen. Die frische Luft tut allen Beteiligten gut. Und vergiss nie, ich kann dir nur helfen, wenn du mir blind vertraust und mich über alles Wichtige bei Zeiten informierst. Ich finde, es sagt über die DDR alles, dass ein Kulturminister seinem Stellvertreter sagt, dass er das Telefon in seinem Arbeitszimmer als stellvertretender Minister nicht benutzen soll. Trotzdem muss ich zur Schwächung eins erzählen. Ich habe im Kanzleramt angerufen, um mit Kanzler Schröder zu telefonieren. Daraufhin haben sie mich mit Kanzler Schröder verbunden in seinem Auto, und zwar mit seinem Handy. Und dann lautete der erste Satz von Kanzler Schröder: aber du weißt, dass die Amerikaner das Handy abhören. Ich habe ihm dann gesagt, ja, die können alles wissen, was ich dir sagen will. Also, aber ich fand es nur interessant. Ein Jahr wurde er zur Qualifikation nach Moskau abgeschoben. Eigentlich völlig überflüssig. Aber er lernte die Leute und die Stadt lieben. Sein Akademiechef war Herr Medvedev, später ein wichtiges Politbüromitglied bei Gorbatschow. Und dieser nahm ihn mit ins ZK, der KPdSU. Und zufällig trat in den Raum das damalige Mitglied des Politbüros Gorbatschow und fragte ihn nach Honecker aus. Ich gehe davon aus, dass Dietmar ehrlich geantwortet hat. Woher wusste er, dass die Informationen nicht irgendwie nach Berlin gehen? Und hier fällt mir wiederum eine Geschichte ein, die mir jetzt Friedrich Schorleimer im Deutschen Theater erzählt hat. Friedrich Schorleimer war ja Dissident, provozierte, machte er tatsächlich, dass er ein Schwert umschweißte zu einem Flug und so weiter, und kannte aber meinen Vater nicht. Und dann gab mein Vater als Staatssekretär für Kirchenfragen für die Bundessynode einen Empfang. Und dann griff sich Stolpe Schorleimer und ging mit dem zu meinem Vater und sagte: hier, das ist der, der Ihnen immer diese Schwierigkeiten bereitet, etc., jetzt können Sie sich ja mal beide unterhalten. Und dann sagte Schorleimer, und dann haben wir so ein bisschen so hin und her geplänkelt beide. Und dann sagte dein Vater, also zu tiefen DDR-Zeiten, zu mir: aber Sie wissen doch, dass wir beide jeweils höchstens 5% der Bevölkerung vertreten, oder? Und dann sagte Schorleimer: das stimmt natürlich. Wenn man wirklich eher eine Ziele vertritt, dann vertritt man immer nur eine Minderheit in der Bevölkerung. Aber das ist nicht der Grund, weshalb ich es erzähle. Die Frage ist, woher wusste mein Vater, dass Schorleimer das nicht am nächsten Tag dem RIA sagt und er natürlich in eklatante Schwierigkeiten gekommen wäre. Man wusste es. Ich kann nicht sagen, woher. Auch in meinem Leben gab es immer Leute, denen hätte ich A, B und C gesagt und gewusst, sie werden es nicht weitererzählen. Ganz egal, ob sie angebunden waren irgendwo oder nicht. Und das hat mich hier auch erstaunt. Deshalb wollte ich darauf hinweisen. Wenn die SED und Staatsführung der DDR die Reformen von Gorbatschow zum Anlass genommen hätten, die DDR gründlich zu reformieren, es wäre höchstwahrscheinlich schon zu spät gewesen. Trotzdem, bei diesen Reformen wäre Dietmar Keller einer der wichtigsten Funktionäre geworden. Seine Bereitschaft war so groß, sein Wissen war vorhanden, er war diesbezüglich ehrgeizig und er hatte so wichtige Kontakte zu so vielen Künstlerinnen und Künstlern. Übrigens, in diesem Buch lernt man die Kunst- und Wissenschaftsszene Leipzig sehr gut kennen. Und das ist spannend. Aber es kam alles anders. Und die Zeit nach der Wende wurde für Dietmar Keller eine besondere Herausforderung, aber auch eine besondere Enttäuschung. Diese Enttäuschung spürt man ab hier allerdings in jeder Zeile. Enttäuscht haben ihn frühere Freunde, die meinten, sich auf seine Kosten profilieren zu müssen. Enttäuscht haben ihn Journalistinnen und Journalisten und Politikerinnen und Politiker, die seine Biografie ohne jede Kenntnis meinten, herabwürdigen zu müssen. Enttäuscht hat ihn letztlich auch die Entwicklung seiner Partei, der PDS. Er wirkte in ihr, er war aktiv, er provozierte Auseinandersetzungen und er wurde auch zu einem meiner wichtigsten Berater. Er beschwert sich zu Recht darüber, dass ich zu wenig mit ihm darüber diskutierte.
Aber seine Ausführungen habe ich ja gelesen und sie haben mich auf mich gewirkt. Aber eine Partei betreibt keine Geschichtswissenschaft, sondern nur Geschichtspolitik. Und er ist natürlich davon überzeugt, eine richtige Sicht zu haben, wie wir alle immer davon überzeugt sind, eine richtige Sicht zu haben. Mir fehlt nur hier und da mal ein kleines Fragezeichen. Im Übrigen hat er die Entwicklung der Partei Die Linke nicht mehr beschrieben. Und das zu Recht. Heute beschäftigen uns ganz andere Auseinandersetzungen als damals. Immerhin ist es uns ja gelungen, von Dezember 1989 bis heute eine bundesweite linke Partei zu etablieren. Wer hätte daran früher schon geglaubt? Weder Dietmar Keller noch ich. Interessant ist es auch, wie er mich beschreibt. Zur Hälfte komme ich gut dabei weg, zur anderen Hälfte weniger und das scheint mir ziemlich gerecht zu sein. Allerdings war ich in einer anderen Rolle und in einer anderen Funktion als Dietmar. Man erfährt auch etwas über sein Privatleben, über Niederlagen, über Erfolge. Er verschweigt auch eigene Probleme nicht. Dieses Buch ist aus dem Herzen, aus der Seele geschrieben und wird jede und jeden mitnehmen, die bzw. der es liest. Ich kann es nur empfehlen. Danke. Das war eine besprochene Rezension, die man sich als Autor wünscht. Ja. Das fand ich erst recht. Heute diktiert. So, jetzt kannst du natürlich vorlesen, aber, aber nicht den Hoffmann, verstehst du? Den hatte ich schon. Ja, ja, erstmal vielen Dank. Willst du lesen oder willst du was sagen? Ja. Lesen. Mikro stecken? Bei der Bundestagswahl im Dezember 1990 erhielt die BDS-Linke Liste 2,4%, im Osten Deutschlands aber beachtliche 11,1% der Stimmen. Aufgrund der gesonderten Wahlgebiete errang sie damit 17 Bundestagsmandate. Ich war dabei. Und mit Andrea Lederer, Bernd Hent, Ulrich Briefs und Ulla Jelpke immerhin vier linke Bürgerinnen und Bürger der alten Bundesrepublik. Die neue Bundestagsgruppe erwies sich bald als Rettungsanker für die gesamte Partei, als so etwas wie eine bundespolitische Lebensversicherung. Die 17 Abgeordneten sorgten für mediale Aufmerksamkeit. Sie gehörten zum Parlamentarismus des neuen Deutschland und waren nicht mehr nur Mitglieder einer kleinen und unbedeutenden Regionalpartei. Sie leisteten ab sofort existenzielle Hilfe für den Aufbau von Parteistrukturen in den alten Bundesländern. Unsere kleine Gruppe war der überlebenswichtigste Brückenkopf in der Hauptstadt Bonn. Das letztlich doch beschauliche Vorspiel des letzten Quartals des Jahres 1990 war nun allerdings endgültig vorbei. Jetzt begann der wirkliche harte Kampf ums Überleben und er begann für mich überraschend mit einem Angriff aus den eigenen Reihen. Bereits im Februar 1990 hatte die Juristin Petra Albrecht in Brandenburg auf einem sicheren Platz als Kandidatin für die Volkskammer gesetzt und auch gewählt, gegen mich, ohne ein einziges Mal mit mir darüber zu sprechen, eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Berlin wegen einer angeblichen Gesellschafterbeteiligung an einer westdeutschen Speditionsfirma, die offensichtlich dem Imperium von Scholl-Golodkowski zuzuordnen war, gestellt. Wer ihr diese mehr aufgedischt und eine Scheininformation zugespielt hatte, war aber nicht schwer zu erraten. Die Staatsanwaltschaft wurde erst aktiv, als ich im Dezember 1990 in den Bundestag gewählt worden war. Sie lud am 23. Mai 1991 die Klägerin Albrecht zu einem Verhör nach Frankfurt am Main, dem angeblichen Sitz der Speditionsfirma, ein. Dort war auch der Auszug aus dem Handelsregister gefertigt worden. Albrecht war im Verhör so gesprächig, nicht nur über mich, sondern auch über Hans Motrow, Hans-Joachim Willerding, Norbert Kertscher, Marlies Denige, Wolfgang Bohl, Helmar Hegewald und Rainer Birner, alles ehemalige Volkskammerabgeordnete der BDS. Sie war offensichtlich sehr gut vorbereitet worden.
Bereits im Vorfeld der Bundestagswahlen 1990 hatte sie sich, da sie bisher keine Reaktion der Staatsanwaltschaft erhalten hatte, mit gleichen Beschuldigungen gegen mich an ihre Basisorganisation in Oranienburg gewandt. Meine Kandidatur in Brandenburg sollte um jeden Preis verhindert werden. Zu dieser Zeit feierten Verdächtigungen und Verleumdungen Hochkonjunktur. Den Mitgliedern der Basisgruppe fiel es entsprechend schwer, meine Argumente zur Kenntnis zu nehmen. Nachdem ich Anfang 1991 zu ersten Verhören bei der Staatsanwaltschaft der Kammergerichte in Frankfurt-Main und Berlin geladen worden war, erwiesen sich Monate später die Auszüge aus dem Handelsregister Frankfurt-Main als eine raffinierte Fälschung. Mit Wut im Bauch landete ich wieder auf normalem Boden meiner Partei und Petra Albrecht in den Armen eines bundesdeutschen Beamten. Das aber war alles nur Kinderkram im Vergleich zu dem Schauspiel oder besser der Tragikomödie, die der ehemalige Leipziger Schriftsteller Erich Löst mit mir in der Hauptrolle inszenieren wollte. Es war nach seinem gewollten und von ihm erzwungenen Weggang aus der DDR ruhig um ihn geworden. Der Mohr hatte für eine Reihe der Medien in der Bundesrepublik seine Schuldigkeit getan. Er musste ein neues Spielfeld eröffnen, um wieder ins Gespräch zu kommen. Noch am 20. Dezember 1989 hatte er mir geschrieben: Nach langer Zeit möchte ich wieder mit Ihnen sprechen. Da oder dort, ich wäre Ihnen dankbar, wollten Sie mir eine Nachricht zukommen lassen, dass mein Brief Sie erreicht hat. Ihnen ein erfolgreiches Jahr 1990. Am 9. Februar 1990 schrieb er: Wir möchten gern ein Haus kaufen. Was wird mit dem Literaturinstitut? Man munkelt ja, es soll geschlossen werden. Für uns wäre es genau passend. Wir brauchen ja auch ein paar Wohnräume. Krast will sich finanziell beteiligen. Wir würden auch mit Devisen ausbauen. Alles erwirtschaftete Geld werden wir in Leipzig anlegen und beim Aufbau einsetzen. Ein Thema für Sie? Es wird vieles geben, über das zu reden lohnt. Und am 4. März 1990, ich begann schon 14 Tage vor der Volkskammerwahl, mein Büro im Ministerium für Kultur zur Übergabe vorzubereiten, seien Sie herzlich bedankt für Ihren Brief. Der Linden Verlag Leipzig, der seinen ersten Titel bereits ausliefert, braucht ein Haus. Ich schrieb es schon. Das Literaturinstitut bleibt nun erhalten. Ich höre vom Objekt Rathenaustraße 40, das zur aufgelösten Bibliothekarsschule gehört. Untersteht es Ihnen? Ich konnte bei bestem Willen ihm nicht mehr helfen. Wenn ich es noch gekonnt hätte, bin ich mir nicht sicher, ob ich es getan hätte. Am 21. Oktober 1990 erklärte der Journalist Jörg Weigand im ZDF, der Leipziger Schriftsteller Löst, 7 Jahre in Bautzen inhaftiert und anschließend, Bemerkung in Klammern, zwischen seiner Entlassung 1964 aus Bautzen und seiner Ausreise in die BRD waren allerdings schon 16 Jahre vergangen, Klammer zu, in die Bundesrepublik emigriert, hat in seinem neuesten Buch Hinweise auf Kellers Verquickung mit der Stasi veröffentlicht. Löst: Der Keller war kein Mitglied der Staatssicherheit, er war ein hoher Parteifunktionär der SED und die SED hat ja die Stasi geführt. Es ist ja nicht umgekehrt. Und wer wie er an eine solche Funktion hat, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit und in dieser Art ja mit Gewissheit mit der Stasi zusammengearbeitet. Was war nur seit seinem letzten Brief vor 6 Monaten an mich passiert? Warum Keller und nicht der Literaturminister Höppke? Warum nicht eine der vielen schönen Frauen, die auf ihn als IM angesetzt und die ihm keinesfalls gleichgültig gewesen waren? Die Fragen kann er nur selbst beantworten. Meine Antwort ist klar. Er führte einen Stellvertreterkrieg gegen einen Politiker, der nun im bundesdeutschen Rampenlicht stand, dem er eigentlich zumindest loyal gegenüber hätte sein müssen. Aber er wollte um jeden Preis ein Stück abbekommen, wenn der große Kuchen aufgeteilt wird. Bescheiden war er noch nie gewesen. Und es wäre natürlich auch keine Schlagzeile wert gewesen. Damit hätte es keine Renaissance Löst gegeben. Gerhard Zwerenz schrieb später über ihn: Galle ist kein Gehirnersatz. Und die Bonner Kulturjournalistin Karin Hempel-Soos im Generalanzeiger: Bautzen hat Löst für den Rest seines Lebens gekennzeichnet, geprägt. Andere Häftlinge sind verrückt geworden oder haben sich das Leben genommen. In Löst glimmt unter der Oberfläche auch immer etwas von nicht befreitem Wahnsinn. Zorn über eine gewisse Müdigkeit zur Endabrechnung, aber auch über das Verlassenkönnen auf eine höhere Gewalttätigkeit für die ihm gemordete Zeit. Der Bonner Oberbürgermeister Hans Daniels, dessen Name in jedem Zusammenhang mit Bonner Skandalen genannt wurde, hatte zur Begrüßung der neuen Bundestagsabgeordneten aus den östlichen Ländern auf dem Petersberg in Bonn-Bad Honnef eingeladen. Der Bissen würde mir im Halse stecken bleiben, schrieb Löst an den Daniels und an die Presse. Er hätte womöglich an einem Tisch mit dem Keller sitzen müssen, der hatte doch straffen Anteil daran, dass ich aus dem Schriftstellerverband der DDR und schließlich in die Emigration getrieben wurde.
starke Worte von einem Schriftsteller, der der Sprache mächtig sein müsste und für sich selbst Wahrheit und Redlichkeit reklamierte. Daniels, da die Absage von Löst in jeder Gesprächsrunde auf dem Petersberg laut und bedeutungsvoll die Stimme hebend kund, unabhängig davon, ob ich direkt neben ihm stand oder nicht. Er wusste, dass er als Nachrichtenüberbringer dafür eine gute Presse bekommen würde. Angesäuert verschwand ich auf die Marmortoilette mit den güldenen Wasserhähnen, stand ziemlich dumm und verlassen vor dem großen Spiegel, bis der erste bundesdeutsche Auslandskorrespondent in der DDR und spätere Chefkommentator der ARD, Lothar Löwe, neben mir am Waschbecken mir versicherte, nehmen Sie es nicht so ernst. Heute tritt der Daniel Sie in den Hintern und morgen, wenn es ihm hilft, umarmt er Sie vor Publikum. Daniels war für mich nun wirklich kein großes Problem. Ich kannte solche Art von Politiker von meinen vielen Besuchen in der Bundesrepublik schon vor der Wende. Aber Lösts Warnung in der Frankfurter Allgemeine, dessen seien Sie versichert, die Suppe, die Sie sich damals eingebrockt haben, werden Sie auslöffeln müssen, ließ er ahnen, dass er zum großen Kreuzzug gegen mich rüstete. Löst war schon immer kompliziert und unberechenbar gewesen. Er war, wie Walter Jens und viele andere seiner Zeitgenossen, in den letzten Kriegsjahren in die NSDAP eingetreten. 1981 hatte Löst ehrlicherweise geschrieben, wie er nur kurz vor Kriegsende an den Endsieg geglaubt hatte und als überzeugter Jungvolkführer dem Wehrwolf beigetreten war. Seine Mitgliedschaft in der NSDAP musste ihn allerdings ein Journalist fast 30 Jahre später erinnern. Er hatte es vergessen. Es war nicht mehr in seinem Bewusstsein, dieser verlauten. Solche Sätze hörte man nach der Wende immer wieder auf beiden Seiten. Löst war kurz nach Kriegsende ziemlich schnell Mitglied der SED geworden, war als Mitglied der Parteileitung und als Vorsitzender des Leipziger Schriftstellerverbandes bei vielen Gleich- und Andersdenkenden aufgrund seiner Geschichte und seiner Reden umstritten und in seinem Handeln nicht immer ohne Tadel. Er war als Mann und als Schriftstellerkollege bei vielen nicht ohne kritische Bemerkungen in der Diskussion. Er hatte seinen Ausschluss aus dem Verband und die Ausweisung aus der DDR zu provozieren versucht. Er war geradezu cholerisch wütend, dass beides ihm nicht so gelungen war, wie er es für weitere Karrieresprünge erhofft hatte. So wartete auf ihn im Westen letztlich nur seine von ihm hochverehrte Lektorin und ein kleiner Verlag. Reicht's? Gut. Darf ich noch was sagen? Jetzt wollte ich gerade das Wort bekommen. Du willst dir rübergeben. Nein, ich wollte bloß sagen. Nimmst du das mit? Achso. Ja, ich wollte nur sagen, eins habe ich mitbekommen und das tut mir auch leid. Sie haben den Dietmar gequält und ich bin darauf viel zu wenig eingegangen. Ich habe viel zu wenig mit ihm darüber gesprochen. Und das lag daran, dass Sie mich ja auch die ganze Zeit quälten, sodass ich das dann auch gar nicht mehr so registriert habe, sondern davon ausging, das erwischt uns in irgendeiner Form alle. Aber das hilft nichts. Man braucht in einer solchen Situation auch sehr viel mehr Zuspruch. Das weiß ich als Anwalt, aber in der damaligen Situation habe ich das übersehen. Das tut mir eigentlich leid, das wollte ich sagen, weil ich hätte da mehr deine Seele pflegen müssen. Ich würde jetzt gerne die Frontalbespielung ein bisschen reduzieren und das Wort ins Publikum geben. Haben Sie Fragen, Statements, Proteste, Lobpreisung nicht? Darf ich zwischendurch, dass ich überlegen kann? Gregor, ich weiß es nicht, ob ich das richtig sehe. Also ich danke dir für alles, was du für mich gemacht hast, damit es keine Meinungsverschiedenheiten gibt. Und er ist ja sehr bescheiden. Ich habe ihn 5-mal so viel gelobt, wie ich ihn kritisiert habe in dem Buch. Aber auch zu Recht. Ist es wirklich so, dass Parteien Geschichtspolitik machen müssen? Was geht Parteien eigentlich die Geschichte an? Ist die Geschichte aufzuarbeiten, die Geschichte zu schreiben, nicht die alleinige Aufgabe der Historiker? Reicht das Wort der Historiker in ihrer Mehrheit nicht, um einen Weg zu finden? Wo ist der Anfang und wo ist das Ende von Geschichtspolitik einer Partei?
Die Frage bewegt mich seit langem und ich finde keine richtige Antwort. Ich habe Angst, dass wenn eine Partei glaubt, Geschichtspolitik betreiben zu müssen, dass sie sich in ein Fahrwasser begibt, dass sie die Geschichte so lange schreiben lässt, bis sie so ist, wie sie es gern haben möchte. Und ich weiß nicht, ob das der Sache dient. Ich habe zu Recht Klaus Höpke zitiert, das ist das einzige Zitat von ihm, weil er da wirklich was sehr Gutes gesagt hat. Er hat nämlich auf einer historischen Konferenz 1990 gesagt, die historische Kommission und der Parteivorstand der BDS mischt sich nicht mehr ein in historische Diskussionen, das ist die alleinige Aufgabe der Historiker. Und auf dieser Konferenz war unter anderem Hermann Weber, der Altmeister der westdeutschen Historiografie über die DDR-Geschichte, ein Hauptredner. Nun konnte man dazu stehen oder nicht stehen, was er sagte oder was er nicht gesagt hat. Aber es war ein Fingerzeig. Es war leider nur das einzige Mal, dass ein anderer Referent als vom Parteivorstand und der Historischen Kommission ausgewählt Historiker, Philosophen oder Rechtswissenschaftler auf historischen Konferenzen auftraten. Die Historische Kommission hat einen Brief über mich an den Parteivorstand und an den Fraktionsvorstand geschrieben. Es ist jedem sein Recht, Briefe zu schreiben. Man kann dazu stehen oder nicht stehen, was ich gemacht habe in der Enquetekommission. Im Übrigen stehe ich dazu, dass es heute das allgemeine Grundwissen von jedem linken Historiker ist, was ich damals gesagt habe. Natürlich war es damals starker Tabak. Aber die Historische Kommission hat mit mir kein einziges Mal diskutiert. Hat mich kein einziges Mal gefragt. Die hat nur gefragt, ob ich den Lehrstuhl von Weber übernehmen möchte. Da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht Aufgabe einer historischen Kommission, eines Parteivorstandes sein, einen Brief über einen zu schreiben und mit dem nicht zu reden. Bis ich zwei von den vieren gesprochen habe und sie mir gesagt haben, dass sie den Auftrag von einem Mitglied des Parteivorstandes hatten. Das ist sozusagen die Grauzone, wo ich glaube, dass es Gefahren in sich birgt, wenn Parteivorstände durch Beschlüsse oder durch gemeinsame Entscheidungen in das Geschichtsbild sich einmischen. Das Geschichtsbild über das Vereinigte Deutschland ist das Geschichtsbild der CDU, CSU über die Vereinigung und über die folgenden Jahre. Und es ist nicht das Geschichtsbild der Historiker. Obwohl sich einige Historiker auf beiden Seiten vor und nach der Wende zu Werkzeugen dieser Politik haben machen lassen. Aber diejenigen, die versucht haben, eine andere Geschichte zu schreiben, die versucht haben zu sagen, wir schreiben jetzt nicht nur die Geschichte der DDR und der SED, sondern wir schreiben eine deutsche Geschichte nach 1945, sind alle in der Versenkung verschwunden. Und das hat keine wissenschaftlichen Gründe, das hat zutiefst politische Gründe. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir so weit auseinander liegen. Jede Partei macht Geschichtspolitik. Es gibt keine Partei und keine Zeit, wo es keine Geschichtspolitik gibt. Das kann man ja rühmen, aber sie werden es fortsetzen. Das fängt schon bei einfachen Sachen an. Da wird ein Haushalt beschlossen, Mittel für die Wissenschaft. Und dann gibt es eine politische Entscheidung, was kriegen die Historiker und was kriegen andere. Schon mit der Entscheidung machst du Geschichtspolitik, indem du sagst, ich will die aufwerten oder abwerten, je nachdem. Und wenn wir zum Jahrestag der Verfolgung durch die Nazi-Diktatur eine Rede hören von Lammert, macht er eben Geschichtspolitik, weil er ein Bild dann prägt, sein Bild. Da kann man mal mehr übereinstimmen, mal weniger. Und wenn ein historischer Anlass ist,
dann wird ja auch immer erwartet, dass Parteien sich äußern. Und gerade von meiner Partei wurde ja täglich gefordert, dass sie Aufarbeitung der Geschichte betreiben soll. Gerade nach 1989. Und wenn wir gesagt hätten, nö, wir mischen uns da nicht ein, wir äußern uns nicht dazu, dafür gibt es ja Historiker, das hätte uns kein Mensch abgenommen. Aber wahr ist, dass die Geschichtsaufarbeitung selbst nur durch Historikerinnen und Historiker erfolgen kann. Und jetzt hast du recht, die CDU-CSU prägt das Bild der deutschen Einheit, überhaupt der deutschen Geschichte, was natürlich ziemlich abenteuerlich ist, weil ja immer vergessen wird, wie es überhaupt zur deutschen Spaltung kam und was da wir vorher für eine Geschichte hatten hier in Deutschland. Aber mal abgesehen von alledem, dann ist es meines Erachtens, und darauf kommt es an, die Aufgabe der Historiker, dem Geschichtsbild in der Politik zu widersprechen. Die Kraft müssen sie haben. Dafür sind sie ja die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Dann müssen sie sagen, ich habe den Gysi gehört, was er zur Mauer gesagt hat, aber er hat vier Sachen vergessen, die ganz entscheidend sind. Oder ich habe den Lammert gehört, was er dazu gesagt hat, aber er hat fünf Sachen vergessen, die ganz entscheidend sind. Oder es gibt andere Zusammenhänge. Dann kann daraus etwas Produktives werden. Aber wenn die Historikerinnen und Historiker das entweder wie zu Zeiten der DDR kaum dürfen, weil es dann auch wieder erstaunlich ist, was es doch gegeben hat, oder wie heute es sich nicht trauen, weil ich ja erst begriffen habe, wie man Abhängigkeiten organisiert. Der Richter, das ist ein großer Vorteil, wird auf Lebenszeit bestimmt. Der ist außer in ganz wenigen Fällen nicht absetzbar. Aber ob du Mietsachen am Amtsgericht machst oder relevante Sachen am Oberlandesgericht oder am Bundesgerichtshof, das entscheidet wieder die Politik. Und insofern gibt es immer Einflussnahmen, das gilt eben auch für die Wissenschaft. Deshalb plädiere ich ja nur dafür, ich wollte nur sagen, man kann eine wirkliche Aufarbeitung der Geschichte von einer Partei gar nicht verlangen. Sie kann nur Geschichtspolitik liefern und über die kann man trefflich streiten, indem man sagt, mal das eine, mal das andere. Und meine Partei, um es ganz ehrlich zu sagen, ist diesbezüglich auch immer von Stimmung in der Gesellschaft abhängig. Wenn ich nur drei kleine Erlebnisse schildern darf. Also als ich noch Anwalt in der DDR war, bekam ich Briefe, dann schrieb mir jemand in meiner Grundstücksangelegenheit, finde ich nicht, dass Sie sich ausreichend engagieren. Ich möchte doch darauf hinweisen, dass ich Träger des Ordensbanner der Arbeitsstufe 2 bin. Und später bekam ich dann nach Januar 90 Briefe, da stand immer drin, ich möchte erwähnen, dass ich mein erstes Parteiverfahren schon 1956 hatte. Das heißt, die Art der Auszeichnung hatte sich geändert. Das wurde mir relativ schnell klar, auch in dem, was man von sich erzählte und worauf man in den Gedanken Wert legte. Das können wir doch alle nicht leugnen. Ich habe ja auch darüber nachgedacht, wo hatte ich eigentlich welche Konflikte. Früher hätte ich immer darüber nachgedacht, wo hatte ich eigentlich mal welche Würdigungen. Das heißt, das ändert sich ja einfach. Und davon ist dann auch eine Stimmung abhängig. Also am Anfang war sie ungeheuer kritisch. Dann merkten die Ostdeutschen, wenn ich das sagen darf, oder sie duldeten das ja zunächst, dass die Eliten ausgeschlossen worden sind. Was er hier beschreibt, was Löst mit ihm gemacht hat, diente doch dem Ausschluss der Eliten, zumindest in der sichtbaren Politik. Und damit Löst eine Geltung hat, musste er sich ihn nehmen. Hätte er sich jemanden genommen, der nicht im Bundestag gewesen wäre, hätte es ja keinen interessiert. Nur so war es ja von Interesse. Aber sie haben die Eliten nicht vereinigt. Das gilt, das wird immer vergessen. Deshalb nehme ich diese Beispiele bis zur Unterhaltungskunst. Bis zur Unterhaltungskunst. Wie heißt hier unser berühmter Schöbel? Schöbel hatte 3 Jahre lang gar keine Chancenschlager im Fernsehen zu singen. Und der sang den nicht schlechter als westdeutsche Schlagersänger. Punkt. Es war, dass es keine Vereinigung der Eliten gab. Was mir übrigens dann Helmut Kohl später damit erklärte, dass das nicht seine Schuld gewesen sei, sondern daran gelegen habe, dass die westdeutschen Eliten diese Vereinigung nicht wollten. Na gut, ich sag mal, ein Kanzler kann auch dagegen halten. Aber auf jeden Fall war es so. Und zunächst störte das doch die Ostdeutschen nicht. Eine Elite ist nie beliebt. Eine Elite hat immer Rechte, die andere nicht haben. Heute gehöre ich ja schon wieder zur Elite. Also ich werde zu Empfängen eingeladen, zu denen Sie nicht eingeladen werden. Ich weiß nicht, was ich für Möglichkeiten habe, die andere nicht haben. Also wenn ich jetzt anderer wäre, könnte ich das an mir schon auch nicht leiden. Das verstehe ich. Und deshalb haben die Ostdeutschen zunächst nichts für ihre Eliten getan. Aber nach 3 Jahren haben sie gemerkt, ja, wenn meine Ärztinnen und Ärzte, wenn meine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn meine Lehrerinnen und Lehrer, wenn die alle nichts taugen, tauge ich ja auch als Facharbeiterin oder als Facharbeiter nichts. Und da änderte sich das.
Und da entstand das, was man Nostalgie nennt, etc., etc., was sich natürlich in unserer Partei auch wieder auswirkte. Weil jetzt war plötzlich die Sicht, ja, man muss ja nun auch mal die anderen Seiten betonen, etc., nachdem das eben ausgeblieben war. Letztlich, nur das wollte ich sagen, eine Partei, da stimme ich dir völlig zu, ist zu einer wirklich, also einigermaßen objektiven Geschichtsaufarbeitung gar nicht in der Lage. Dazu braucht man eine wissenschaftliche Herangehensweise, dazu braucht man Historikerinnen und Historiker. Aber eine Geschichtspolitik muss jede Partei machen, wird jede Partei machen, müssen auch wir machen. Und mein letzter Hinweis, das ist mir eben besonders wichtig. Ich behaupte, eine ehrlichere Aufarbeitung der gesamten diesbezüglichen deutschen Geschichte wird erst die Generation nach uns vollbringen. Weil es geht mir häufig, immer heute häufig zu sehr um die Verteidigung der eigenen Biografie. Punkt. Und das verstehe ich doch auch. Ich habe versucht, das immer so einem Westdeutschen zu erklären. Stell dir mal vor, sage ich, ich wäre 20 Jahre lang Grenzoffizier gewesen. Bei mir schwer vorstellbar, aber ist auch egal. Und jetzt soll ich sagen, ich habe nur Scheiße gebaut 20 Jahre lang? Das sage ich nicht gerne. Also überlege ich mir, dass es doch da vielleicht auch Gründe gab und so weiter und so weiter. Ich verstehe die Herangehensweise. Das ändert aber nichts daran, dass